Meine Damen und Herren, letzter Tagesordnungspunkt, Wrap-up. Ein fulminanter Eröffnungstag des Ludwig-Erhard-Gipfels geht zu Ende. Wie soll man diesen Tag zusammenfassen? Für mich persönlich war es dieser Globalization and Transformation Day vor allem eines, ein Inspiration Day. Ein Inspiration Day, denn die renommierten Rednerinnen und Redner haben uns wichtige Impulse gegeben. Impulse, die uns aufrütteln müssen, aber auch dazu anspornen sollen, im globalen Wettbewerb entschlossener zu agieren und mutiger zu sein. Von daher war es ein Tag, an dem in der Tat Klartext geredet wurde. Auch von unserem Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der in Richtung Bundesregierung einen Richtungswechsel hin zu mehr wirtschaftspolitischer Vernunft angemahnt hat. Mein herzlicher Dank geht an Herrn Dr. Söder für seine Schirmherrschaft für die Veranstaltung. Ich persönlich nehme nach diesem besonderen Tag vor allem die drei folgenden Erkenntnisse mit nach Hause. Erstens, wir müssen neue Wege gehen. Dr. Theo Weigel hat verdeutlicht, dass wir eine Finanzpolitik brauchen, die der jüngeren Generation nicht mehr aufbürdet, als sie zu tragen in der Lage ist. Er hat auch ganz klar gemacht, dass wir ohne Europa und den Euro in eine Katastrophe schlittern und ein Dexit schlichter Wahnsinn wäre. Und wir sind auch dankbar für den Klartext unseres früheren Finanzministers mit der Forderung, dass in der gegenwärtigen Lage die Verteidigung der Freiheit Priorität haben und soziale Anliegen gegebenenfalls zurückstehen müssen. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, beschreibt die derzeitige geostrategische Lage als so herausfordernd wie noch nie seit 1949. Sie hat zu Recht betont, dass wir in diesen Zeiten klare Kante zeigen müssen, insbesondere gegenüber autoritären Systemen wie Russland. Mein herzlicher Dank geht an Frau Strack-Zimmermann, die, wie sie sich selber nennt, Oma Courage der deutschen Politik. Auch wenn ich glaube, dass das Ziel von 42% wie einem rheinischen Schnaps bei der Europawahl für die FDP ein frommer Wunsch bleiben wird. Die Panel-Diskussion hat gezeigt, wohin die Reise für unseren Wirtschaftsstandort gehen muss. Wir brauchen mehr Mut zu neuen Märkten. Trotzdem ist für unseren Wirtschaftsstandort eine Abkopplung von China keine sinnvolle Option. Nicht Decoupling, sondern De-Risking muss laut Christian Böllhoff von der Prognos AG daher die Devise im Außenhandel sein. Die zweite Erkenntnis des heutigen Tages: Wir müssen schleunigst in die Gänge kommen. Wir alle sind uns darüber im Klaren, der künftige Wohlstand in unserem Land hängt maßgeblich davon ab, ob es uns gelingt, bei Forschung, Entwicklung und Innovationen Vorreiter zu sein. Der bayerische Digitalminister Dr. Fabian Mehrig hat uns alle aufgefordert, Botschafter der Chancen der Digitalisierung zu sein. Leider hat Deutschland gerade bei den digitalen Technologien im Vergleich zu unseren stärksten internationalen Wettbewerbern zuletzt aber an Boden verloren. Kai Gramke von der Econside AG hat es mit Blick auf die Patentanmeldungen schonungslos aufgezeigt. Das ist vor allem deshalb so schmerzlich, weil die Patente von heute die Produkte von morgen sind. Klar ist, wir müssen unsere Innovationskraft unbedingt erhalten. Deutschland muss das Land der Erfinder bleiben und dafür müssen wir jetzt die Weichen richtigstellen. Und klar ist auch, dass wir von der unfassbaren Bürokratie herunterkommen müssen. Völlig zu Recht hat Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann verlangt, dass der bürokratische Schwimmring jetzt dringend abgespeckt werden muss. Meine dritte wesentliche Erkenntnis ist positiver Natur. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen. Gerade Bayern hat schon oft bewiesen, dass es einen Strukturwandel erfolgreich bewältigen kann.
Wir haben uns von Agrarstaat zu einem erfolgreichen Industrieland und in der Folge auch zu einem führenden Hightech-Standort entwickelt. Radi und Robotics, wie es im Hidden Champions Summit so schön hieß, passt genauso gut zusammen wie früher Laptop und Lederhose. Und ich habe auch gelernt, wir können, wenn wir nur wollen. In diesem Sinne danke ich Ihnen allen für die Teilnahme an dem ersten Tag des Ludwig-Erhard-Gipfels und wünsche Ihnen zwei weitere spannende, interessante Veranstaltungstage, die Sie inspirieren und begeistern sollen. Einen schönen Abend noch und gute Gespräche. Dankeschön. Der Industry, Globalization and Transformation Day des Ludwig-Erhard-Gipfels 2024.